Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Favoriten im Monat Mai und auch den oder die Gewinnerin der Verlosung meines Douglas Hauls gebe ich heute bekannt. Und los geht's mit dem Video. Ja, ich habe mir hier schon ein Körbchen zusammengerichtet, wo all meine Favoriten im Monat Mai drinnen sind. Und fangen wir gleich hier bei Catrice an. Hier habe ich zwei Produkte, die ich wirklich sehr gerne und sehr oft verwendet habe. Das ist hier einmal von Catrice der Prime and Fine Fresh It Up Aqua Fresh Hydro Primer Moisturizing with Bamboo Water. Und der spendet auch wirklich meiner Haut Feuchtigkeit, was ich sehr gut finde. Ich habe auch den in der weißlichen Variante, der ist auch gut, aber ich finde den trotzdem noch einen Tick besser. Genauso wie diesen Catrice Liquid Eyeliner in Matt in der Farbe 010 Dating Joe Black. Der ist zurzeit wirklich ein Favorit von mir. Ich denke, den werde ich mir demnächst auch nachkaufen. Bin am Überlegen, ob ich auch den nicht matten teste. Aber falls ihr auch einen guten schwarz, wirklich tiefschwarzen Eyeliner sucht, dann kann ich euch diesen hier wirklich ans Herz legen, denn ich bin total zufrieden damit und werde ich bestimmt auch im Monat Juni weiter verwenden. Derzeit ist das mein absolutes Favoritenpflegeprodukt für Tag und Nacht. Und ja, ihr seht, ich habe auch schon einiges verwendet und ein Backup steht hier hinten. Es tut meiner Haut wirklich sehr, sehr gut. Irgendjemand hat mir aber in den Kommentaren geschrieben, dass es für ihn zu wenig Pflege ist. Für mich reicht es aus, obwohl ich auch sagen muss, dass meine Haut wirklich sehr viel Pflege bzw. Feuchtigkeit braucht. Aber das hier ist perfekt für meine Haut. Und verwende ich auch wirklich als Tages- und Nachtpflege. Der Geruch ist auch bombastisch. Das spielt bei mir auch immer eine große Rolle, denn alles, was nicht gut riecht, verwende ich auch nicht gerne. Es ist einfach so. Es ist auf jeden Fall auch für sensible Haut. Ich glaube, da gibt es dann auch noch eine für Mischhaut. Bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Sind 70 ml drinnen und bin ganz froh, schon ein Backup zu Hause zu haben, obwohl da eh noch viel drinnen ist. Ich finde es auch wirklich sehr toll als Make-up-Unterlage. Also da fällt dann der Primer weg. Alles in einem ein sehr gutes Produkt, wie ich finde, und kann ich euch auch ans Herz legen. Dann habe ich hier einen Augen-Make-up-Entferner von Maybelline und ich weiß, ich hatte den früher schon mal, wollte ihn jetzt auch wieder mal austesten. Bin auch wirklich froh, mir das geholt zu haben, denn es ist einfach meiner Meinung nach der beste Augen-Make-up-Entferner, den ich in letzter Zeit getestet habe. Das Gute daran ist, es entfernt auch wasserfestes Make-up und man muss auch in der Augenpartie nicht zu viel reiben. Die Haut im Augenbereich ist ja eh immer sehr empfindlich und ja, bin total zufrieden, da ist der Preis auch wirklich gerechtfertigt und auch ein Favorit im Monat Mai von mir. Dann, und das sind schon länger Favoriten von mir, habe ich aber im Monat Mai wirklich eigentlich nur die Puderprodukte verwendet, soweit ich mich erinnern kann. Ja, einmal hier von Essence das Brighten Up und das All About Matte. Auch zwei sehr tolle Produkte und Favoriten von mir. Dann habe ich hier ein neues Gesichtswasser von L'Oreal getestet und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Gesichtswasser. Ich würde jetzt sagen, ein richtiger Make-up-Entferner ist es nicht. Es ist wirklich ein pflegendes Gesichtswasser, das ich nach der Gesichtsreinigung nochmal auftrage, bevor ich meine Nachtpflege verwende. Und auch morgens gehe ich nochmal mit einem Wattepad und diesem Gesichtswasser über mein ganzes Gesicht. Und es ist das erste Gesichtswasser, das gefühlt meine Haut auch pflegt und mit Feuchtigkeit versorgt. Sehr tolles Produkt, riecht auch wirklich sehr angenehm, ist auch für trockene und sensible Haut mit Rosen- und Jasminextrakt. Dann habe ich hier von Aldo Vandini ein Körperpeeling, Komfortpflegendes Bodypeeling in der Duftrichtung Tahiti, Vanille und Macadamia. Das habe ich letztes Jahr schon sehr oft verwendet. In der kalten Jahreszeit verwende ich eigentlich kein Körperpeeling. Warum eigentlich nicht?
Ja, ich verwende eigentlich diese Peeling nur, bevor ich Selbstbräuner verwende. Und da kommen wir schon zu meinem nächsten Produkt. Einmal hier von Rituals, die Self-Tanning Body Lotion. Die ist der Hammer. Ein sehr, sehr tolles Produkt. Streifenfrei, stinkt nicht so wie die typischen Selbstbräunerprodukte aus der Drogerie. Und ja, also zuerst peele ich meistens immer meinen Körper mit diesem Produkt hier. Da ist auch wirklich nicht mehr viel drinnen. Und ich habe schon ein neues Peeling. Darauf freue ich mich auch schon sehr, denn es ist auch von Rituals. Und werde das hier auf jeden Fall noch aufbrauchen, da ich wirklich auch sehr zufrieden mit diesem Produkt hier bin. Anschließend gehe ich dann mit einem Handschuh und diesem Selbstbräuner über meinen ganzen Körper. Und es ist keine sehr starke Selbstbräuner-Lotion. Und ich kann das auch nur im Frühling verwenden, denn im Sommer bin ich dann eigentlich brauner, als was das Produkt hier schafft, da ich einfach sehr leicht braun werde. Aber für die Anfangszeit, also im Frühling, Anfang Sommer, ist das wirklich immer ein Favorit von mir. Preis-Leistungs-Verhältnis ist da wirklich auch sehr gut. Was ich mich erinnern kann, liegt das im Preis um die 15 Euro und das finde ich wirklich in Ordnung. Es sind 125 Milliliter darin enthalten und da kommt man schon eine Zeit lang aus. Ist auf jeden Fall streifenfrei und färbt auch nicht ab. Bei weißer Kleidung würde ich jedoch ein bisschen vorsichtig sein. Denn ich habe mir schon mal meine weißen Adidas-Schuhe damit ein bisschen eingefärbt. Also ein bisschen vorsichtig muss man schon sein. Ja, und zu guter Letzt habe ich hier die Mascara von Catrice. Die wird von Mal zu Mal immer besser. Und es ist bei mir eigentlich immer so, dass Mascaras am Anfang nicht so gut sind wie am Ende. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist halt einfach so, sie trennt die Wimpern schön, sie verlängert die Wimpern. Ich habe sie auch zurzeit oben und ich muss noch dazu sagen, ich habe keine Wimpernzange verwendet. Also die ist wirklich auch sehr gut und kann schon eigentlich mit dieser blauen, die ich sonst immer verwende, mithalten. Sie ist halt auch ein bisschen teurer, aber wirklich nicht viel. Ja, das war's auch schon wieder mit meinen Monatsfavoriten. Jetzt kommen wir noch zur Verlosung und ich habe mir drei Zahlen rausgesucht. Das ist einmal die 307, einmal die 412 und zu guter Letzt einmal die Nummer 227. Ja, und ich habe mir hier die Zahlen aufgeschrieben und werde jetzt einfach eine Nummer ziehen. Einmal die Nummer 227. Herzlichen Glückwunsch an dich und bitte melde dich innerhalb der nächsten 2 Wochen bei mir. Entweder per Instagram oder per E-Mail. Meine Kontaktdaten findest du in der Infobox. Zu gewinnen gab es ja die Peel-Off Glitter Mask, einmal von Lanchester, das Sun Perfection Illuminating Cream und einmal die Palette von NYX mit diesen Farben. Ich hoffe, du freust dich über die Produkte und wie gesagt, melde dich bitte in den nächsten 2 Wochen bei mir. An alle anderen, die nicht gewonnen haben, die nächste Verlosung steht schon wieder an und bleibt auf jeden Fall dran und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bedanke mich jetzt noch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal.